Hubert Hürlimann, Lukas Aus, seit 1999 bist du da, also 21 Jahre bist du. Früher hat man gesagt, der Heimvater, gell, bei den verwahrlosten Kindern noch bei 1848. Denn 1912 ist das Gebäude da hinten entstanden, ist natürlich jetzt auch in die Jahre gekommen. Und das Gebäude, das soll jetzt ja dann eben ersetzt werden mit einem Ersatzbau für über 25 bis 27 Bewohner. Ihr habt hier 50 Bewohnerinnen und Bewohner. Ja, vielleicht Hubert, zuerst schon mal ein bisschen, was sind denn da für Leute, die hier bei euch sind? Im Lukashaus wohnen seit bald etwa 70 Jahren Menschen mit Behinderung oder wie man heute sagt, auch mit Beeinträchtigung. Das ist unterschiedlich. Aber wir haben natürlich im Lukashaus auch Menschen mit komplexer Behinderung, die eben nicht nur Beeinträchtigung haben, körperliche Beeinträchtigung haben, sondern auch einfach kognitive Beeinträchtigung haben und durch das auch nicht fähig sind, auch ihre Körperbewegungen zu steuern oder so irgendetwas oder ihre Gefühle zu steuern. Wir haben hier auf dem Areal, wie du gesagt hast, etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner, aber inzwischen in Gams und Grabs auch noch einmal etwa 30, 35. Also ein riesiges Spektrum, das ihr hier betreut, natürlich, genau. Eben auch mit sehr viel Personalaufwand. Und bei euch ist immer wichtig, der Respekt oder auf gleicher Augenhöhe den Leuten zu begegnen. Das ist ganz wichtig, das hat sich ganz sicher verändert. Früher, wie du gesagt hast, war der Heimvater. Und der Heimvater hat natürlich den gesehen, der alles gewusst hat und alles geschaut hat und zu den Kindern geschaut hat und zu den Menschen mit Behinderung geschaut hat und so einfach die Ansprechperson war quasi und natürlich einfach wirklich der Chef war. Und das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr machen. Wir sagen wirklich auf Augenhöhe, darum sagen wir Begleitung und nicht mehr Betreuung, sondern wir begleiten den Menschen in seiner ganzen Lebensphase hier im Lukashaus und je nachdem, wenn er fähig ist, auch im Dorf, dass er das machen kann und einfach 24 Stunden, 365 Tage. Und da muss man sagen, Lukashaus ist wirklich eingebettet in der Region, in Grabs, gell? Also man kennt es. Die Landschaftssymphonie, oder? Unglaublich viel Skilift, wenn es Schnee hat, gell? Also ihr seid da wirklich integriert, oder? Wir haben auch wirklich in den letzten 20 Jahren, seitdem ich hier bin, wirklich geschaut, dass wir noch mehr integriert sind. Früher war es natürlich so, wo dann natürlich der Heimvater war, haben wir mit den Lukashäuslern nicht spielen mit den Kindern. Und die vom Dorf haben nicht dürfen hier spielen und die Kinder von hier haben nicht dürfen ins Dorf spielen. Aber es hat sich geändert. Wir haben wirklich viel investiert und wir haben eine tolle Bevölkerung hier, Grabs und Gams und hier im Werdenberg, die wirklich sagen, mal, die Menschen mit Behinderung gehören dazu. Das ist Teil von uns und das Lukashaus ist Teil von dieser ganzen Bewegung. Man ist nicht immer gleicher Meinung mit all diesen Sachen, aber ich glaube, das Verständnis ist wichtig, dass man das Verständnis hat für den Menschen, der jetzt auch anders reagiert. Und man begegnet den Leuten auch liebevoll. Sie sind wirklich immer sehr, sehr offen und dass mal die auf einem suchen können. Man hat sogar einen, der Schiedsrichter, gell? Genau, richtig. Ich denke mir, der Vorteil von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder Behinderung ist der, dass sie eher in der Gegenwart leben. Wir leiden eher so in der Vergangenheit oder in der Zukunft und vergessen eigentlich also das jetzt, den Moment. Und Menschen mit Behinderung sind die, die einfach geniessen und darum können sie uns schneller ein Lächeln schenken als wir. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig und wissen nicht, wie ich umgehe. Man merkt dir deine Freude an, gell? Bist du in das eingewachsen oder ist das deine Berufung gewesen, oder? Nein, ich habe Elektroniker gelernt, FIAM, wie das geheissen hat, und habe zuerst noch in der Schreibmaschinenfabrik Hermes gearbeitet, in Iverdon, und habe dann irgendwann mal gewechselt ins Heim und von dort weg ist es sicher Berufung gewesen. Ich war der Pfadi, Pfadileiter gewesen, und ich habe nachher dann sicher die Freude bekommen, Menschen zu begleiten und das zu machen. Und ich bin gerne hier im Lukashaus. Es ist wirklich gewachsen und wir haben viel miteinander erreicht und mit dem Werdenberg zusammen, mit all diesen Leuten, mit der Industrie und dem Gewerbe haben wir ein gutes Einvernehmen und ich denke mir, das ist toll, so zu arbeiten und das macht Freude und ich denke, bis zur Pensionierung, noch 5 Jahre, mache ich das gerne. Auch jetzt bei Corona, gell? Corona war doch eine recht schwierige Zeit gewesen, oder? Ja, Corona war sicher schwierig. Also wir haben wirklich das Gefühl, wir seien fast im Gefängnis, wenn wir all die Auflagen haben müssen erfüllen, die da gesagt worden sind. Und das ist schwierig. Man hat gemerkt, gestern haben wir wieder einen Haufen Nutzerinnen und Nutzer da wieder vor Ort gesehen. Und man hat gemerkt, sie sind alt geworden in dieser Zeit, weil sie nicht haben dürfen voraus, kein Kontakt, kein Körperkontakt, nichts ist möglich. Und da geht etwas verloren. Und ich denke, wir haben hier viel geschafft und es ist anstrengend, es ist auch jetzt noch anstrengend und man hofft logischerweise, dass wir nichts überkommen praktisch und dann merken, dass gerade in diesem alten Haus, dass wir an Grenzen kommen, dass wir nicht in allem wirklich 100% Sicherheit haben und da müssen schauen und Lösungen suchen, dass wir möglichst dann, wenn jetzt wirklich jemand positiv wäre, eventuell sogar ein Haus zusätzlich könnten mieten oder eine Containerlösung hätten. Also all das sind wir immer noch am Überlegen, zum Schutz der Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch von denen, die hier wohnen.
Und es ist, wie du sagst, gell, ich bin hergekommen, dann können die Leute auf einem zugehen, keine Bar auch, und sind es freundlich, wenn einem die Hand geht. Darfst du aber nicht, oder? Haben sie zum Teil natürlich nicht so wirklich Verständnis, so, oder? Also, es ist schon eine relativ schwierige Zeit, wo wir bald hoffen, mal sei sie ein bisschen vorbei, mindestens, ja, oder? Also, es ist sicher so. Ich meine, ich verstehe nicht alles. Ich bin ja nicht ausgebildet auf all die Pandemie und all die Sachen. Und merke, ich muss Distanz halten und merkst, und dann vergiss ich es wieder. Und all die Bewohner dort praktisch merken irgendwo, alles erklären kann man nicht. Und ich habe das Gefühl, wir sind in einer anderen Welt und wir spinnen, oder, mit diesen Masken und all diesen Sachen. Ich denke mir, das Gefühl von plötzlich fällt das an und niemand kann ihnen sagen, um was geht es eigentlich und wieso darf man jetzt nicht mehr die Hände haben oder wieso darf man einen nicht mehr umarmen oder ich weiß auch nicht was. Also das ist schon ganz komisch. Aber es ist klar, sie merken auch, es ist letztlich zu ihrem Schutz und für unseren Schutz. Ja. Aber man merkt bei allem, was du sagst, bist jetzt ein Heimvater, in Anführungszeichen, Schluss, wie er lebt und lebt. Du gehst in dieser Aufgabe auf und irgendwie ist das wahrscheinlich auch ein bisschen eben nach außen sichtbar, dass viele, die hier können, stehen. Es ist ja immer ein bisschen ein Kampf mit dem Amt für Soziales. Gell? Die Maschinen malen dort sehr, sehr langsam, oder? Ich denke, es ist... Wir müssen flexibel sein, weil die Menschen auch flexibel sind. Und das ist so, die Ämter arbeiten einfach da ein bisschen anders und brauchen irgendwie ein Konzept und weiss nicht was. Und da braucht es schnell flexible Lösungen. Und ich denke, wir arbeiten daran, dass es besser wird. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass es ein bisschen besser wird. Und irgendwann einmal, ich hoffe, dass ich das bis zu meiner Pensionierung erreiche, dass Menschen mit Behinderung wirklich das persönliche Budget haben und Assistenzleistungen bekommen, wo sie nicht immer betteln müssen, komme ich jetzt ein bisschen mehr Geld über, weil ich jetzt mehr Geld brauchen, also praktisch, sondern einfach sagen, das gehört ihnen und das ist gut. Und für das kämpfe ich noch 5 Jahre lang. Und wir hoffen natürlich auch, gell, im Januar jetzt mal geheißen, so in einem halben Jahr könnten vielleicht Bagger aufziehen, ist es aber nicht so weit. Also jetzt sind wir ein kleines bisschen weiter in ihm. Also das hier, wo wir es sehen auf dem Modell, das ist gleich etwas, das dann langsam ein bisschen in Fahrt kommen. Da wäre der Ersatzbau eben für das drinnen, für 1912, also für 25 bis 27 Personen. Und da muss man klar sehen, der Ersatzbau, der ist einfach in die Jahre gekommen. Da sind Brüstungen drin, da ist das nicht behindertgerecht, da ist dies und jenes, was jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß ist, oder? Ja, das ist für, ist es alles Kinderheim gebaut worden und da hat man natürlich geschaut, dass die Fenster sind ein bisschen höher sind, dass die Kinder nicht rausfallen und runterfallen und all das. Da hat man nicht so geschaut und hat grosse Schlafsäle gehabt. Die Kinder sind natürlich nicht in diesen Zimmern gesehen. Und dann hat man noch einmal umgebaut, 1980, hat es behindertengerecht umgebaut, aber dazumal hat man auch nur das Haus kam. Wir haben einen kleinen, engen Lift, wo man nicht einen Rollstuhl einstellen kann. Aber kaum das zweite kann jeder drinnen stehen mit einem Rollstuhl, mit einem grösseren. Und wir haben immer noch 9er Wohngruppen. Und das ist eng auf so viele Leute. Plus nachher noch 4, 5, 6 Mitarbeiter, die da sind und arbeiten. Da wird schon eng. Und das ist das einfach das alte Gebäude, das wir hier hinter mir sehen, ist in die Jahre gekommen. Und das ist nicht mehr tauglich. Jetzt braucht es einfach eine Lösung. Und wir merken es auch jetzt an Corona, kommen wir an Grenzen mit dem Haus und ich denke mir, darum haben wir mit den Bewohnern zusammen Ideen gesucht, wir haben Ideen gesammelt, was sie ihre Wünsche haben und so und haben dann mit dem Architekt zusammen da so ein Modell gebaut und denke, dass wir sicher eine gute Lösung haben zum Bauen. Da gehen wir mal her, oder? Ja. Zeigen Sie mal ein bisschen. Ja. Das ist ja ziemlich flexibel da, gell? Also ein Dachgarten hat es da. Ja, genau. Ich denke mir, das ist eine gute Idee, dass es da so eine Dachgarten hat. Weil man natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit, also quasi, wo man nicht voraus könnte, könnte man zumindest die Dachgarten aufsitzen und dort gemütlich gleich an der frischen Luft sein. Und sie sind, Bewohner werden dann trotzdem kontrolliert hier. Also wenn man jemanden hat, der eventuell dement wäre oder so, wäre dann gleich gesichert und hat seinen Schutz und könnte gleich von außen sein. Huber, jetzt sind wir an einem anderen Standort, wo früher noch etwas gestanden ist. Das ist abgerissen worden. Da kommt das der Ersatzbau für das 1912er Gebäude her, oder? Ja, genau. Früher ist da das alte Personalhaus gestanden, wo natürlich damals das Personal ist es praktisch gesehen. Die haben auch hier gewohnt und hier auch mitgelebt. Es war aber nicht rollstuhlgängig gewesen. Und auch das Haus ist in die Jahre gekommen und man hat gemerkt, das Haus rollstuhlgängig umbauen praktisch lohnt sich nicht. Und hat mit gutem Gewissen gesagt, man muss es abreißen und man stellt hier den Neubau her. Für die Menschen, die es schöner haben, wenn sie hier auf dem Areal sind. Weil hier oben können sie auch ein bisschen schreien. Hier oben können sie frei auf dem Areal umeinander sein. Und das geht im Dorf geht das weniger gut. Oder in einem Mehrfamilienhaus gibt es eher nachher einen Konflikt und da können sie nachher dann auch ihre Persönlichkeit besser leben. Wie war es, als du die Idee hattest? Bis zur Umsetzung eine herzige Geschichte? Oder?
Also grundsätzlich ist es von der Idee her und dem Bau haben wir mal eine Ideenfindung gemacht. Man hat so einen Projektauftrag gegeben, so an 3-4 Architekten, und hat Ideen gesucht. So irgendwie. Dort sind wir nicht ganz zufrieden gewesen. Es hat ein paar gute Ideen gehabt, aber wir haben gesagt, wir müssen noch eine ein konkretere Lösung haben, eine ein kompaktere Lösung haben, wo das Areal noch ein anders Platz gibt und gestaltet hat. So praktisch. Und sind dann nachher auf diese Kompaktlösung gekommen, auf 3 Stockwerke. Und dann denken wir, es gibt einen Haufen Wohnungen in diesen Dingen und keine grossen Wohngruppen mehr, sondern wirklich kleine Einheiten. Und ich denke mir, das ist die Lösung, die gut ist. Und manchmal brauchen gute Lösungen einfach ein bisschen mehr Zeit. Umsetzung HTM3, oder? Ja, genau. HTM3 hat Planung gemacht, auch zusammen mit den Bewohnerinnen, und das die Ideen aufgenommen. Und ich denke mir, das kommt gut. Und genau da, wo du jetzt stehst, also da würdest du anfangen und würdest dich dann richtig Landschaftssymphonie abzüchen, oder? Ja, ich denke mir, es ist da wäre dann so ein bisschen der Vorplatz, und es braucht natürlich immer noch dann einen Haufen Parkplatz für behindertengerechte Auto. Und nachher dann wäre da von da aus eigentlich im Prinzip würden so 2 Stockwerke gesehen, also jeweils etwa 3 Wohnungen auf jedem Stockwerk, und ein Stockwerk ist dann noch unten im Erdboden eingelassen, aber nachher dann natürlich richtig Landschaftssinfonie sichtbar. Natürlich dann die Fenster und die Öffnungen sind dann dort richtig Landschaftssinfonie offen. Und dort werden wir dann eventuell auch unsere Intensivwohngruppe planen, wo wir nachher dann noch ein kurzes Gespräch haben miteinander. Was schätzt du so, Baubeginn? Ja, ich hoffe, dass wir im Spätherbst anfangen bauen. Und nachher dann brauchen wir sicher etwa 2 Jahre. Ja. Ja, in dem Fall also kann man sagen, gut Glück, und das Amt für Soziales hat jetzt auch irgendwie eingesehen, dass es etwas braucht. Das hat sich jetzt erweichen lassen. Ob sie sich erweichen lassen, kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich denke ich mir, ist es unbestritten gewesen, dass es braucht, und die Art und Weise und wie man gebaut wird und all das ist immer halt eine andere Sichtweise, und letztlich muss man sich möglichst schnell einigen, unbürokratisch letztlich, weil die Menschen brauchen einfach den guten Platz. Aber müssen wir ehrlich sein, also Menschen brauchen auch immer Gestaltung und wenig Verwaltung. Verwaltung so viel wie nötig und Gestaltung so viel wie möglich, oder? Das ist ja schon das, was ihr eigentlich immer wieder so auch da praktiziert. Ja, ich denke, es braucht Möglichkeitsräume, und manchmal muss man das Unmögliche wahrmachen, dass wirklich die Menschen, die vielleicht in der unmöglichen Sichtweise von uns gesehen werden, im Prinzip einfach etwas Besonderes bekommen, was sie brauchen, weil sie eben anders sind als wir. Stefan, der Bau hier, der ist ja ziemlich alt, jetzt soll es etwas Neues geben, einen Ersatzbau. Und du bist da dabei gewesen, hast du mitreden? Ja, habe ich. Heula, und was hast du so gewünscht? Ja, gewünscht, dass der Neubau auch gut wird, auch grosse Fenster und grosse Zimmer. Gibt es einen speziellen Ausblick, den du gerne hättest? Ja, in der Mitte, oben. Komm, wir lassen den Hubert, schau mal das Zeug auf, komm, zeig es mal, komm mal ein bisschen her. Jetzt, im oberen Dach, genau. Ja, im oberen Dach würde ich gerne wohnen. Aha. Kannst du mit dem Finger zeigen? Hast du dir schon etwas ausgelesen? Da? Ja. Zeig es mal. In diesem Bereich. Aha. Oder auch in diesem Bereich würde ich auch gerne wohnen. Warum jetzt gerade dort? Wenn das ist mein Lieblingsrückzug, denn das ist mein grösster Traum, dass diese Wohnung wird gebaut. Aha. Hast du einen bestimmten Grund, warum gerade dort? Wenn ich ein eigenes Zimmer habe, ein grosses. Ja. Und Badzimmer und WC plus noch. Hoi, 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 hoi. Du, jetzt vom Dialekt her, woher kommst denn du? Von St. Margrethe. Und dann fährst du auch mit dem Graf Reisen zurück? Nein, jetzt nicht. Das mal nicht. Nicht? Meine Mutter holt mich. Aha. Wenn der Grafbus ist für mich nicht geeignet jetzt eine Weile wegen dem Coronavirus. Genau, genau. Und deswegen ist der Bau stillgelegt worden, und deswegen würden wir gerne, dass das Projekt vielleicht, wenn der Coronavirus weg ist, machen lassen. Und sonst sind wir mit dem Grafreisen runtergefahren? Ja. Das war mal ein Fest gewesen, alle miteinander? Ja, alle. Auf einen Haufen. Haben Sie schön am Lukashaus? Ja. Also, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Du hättest hier allein ein Zimmer, also ganz allein für dich ein Zimmer. Ja. Ja, super, du strahlst. Also müsste jetzt so schnell wie möglich mal realisiert werden, he? Ja, ich war auch im St. Gallen dabei gewesen. Aha, was heisst das? Dort haben wir etwas überreicht an denen. Jawohl. Ein Paket für Einladung für Lukashaus. Ja. Aber die sind nicht gekommen. Aha.
Aber du bist schon mehr bei Überreichungen dabei gewesen, gell? Also, du hast schon mehr das Lukas-Haus nach außen präsentiert. Ja, so, ja, schon. Bist du da so ein bisschen der stille Sprecher da bei den Bewohnerinnen und Bewohnern? Ein bisschen. Aber nicht immer. Nicht immer. Ja, aber so kann ich schon gut reden. Eben, gell? Du, jetzt der Hubert lassen wir noch mal einen Stock weglupfen, damit man ein bisschen sieht. Er lupft jetzt noch mal einen Stock weg. Und jetzt unten, das, ich bin gespannt, ob es... Oh, nein, das ist unten dran nicht ganz gleich, gell? Das ist ein kleines bisschen anders, gell? Ja. Unten ist anders. Unten würde ich nicht wohnen. Ich würde gescheiter wieder in dem oberen wohnen. Aha. Aber du, wie geht es das mit dieser Verteilung, wenn du unten nicht willst wohnen? Und wenn ihr jetzt einander etwas streitig macht, wie geht denn das? Wir können... Die Wohnung ist ja verschiedene Gruppen. Aha. Gruppe Blau oder Gruppe Rot und auch Gel gibt es. Jawohl. Vielleicht noch. Und dann kommt je nachdem eine Gruppe halt runter oder rauf. Ja. Aber weißt du was, ich glaube, wenn das einmal steht, ist ein super schönes Gebäude. Ich glaube, denen da unten wird es auch sehr, sehr wohl sein. Ja. Ziemlich gut. Du freust dich, hä? Oh ja. Die neue Wohnung wird perfekt. Markus Lutzer, gell? Du betreust die Intensivwohngruppe. Was ist denn das genau? Die Intensivwohngruppe hier im Lukas-Haus. Wir betreuen Menschen mit herausforderndem Verhalten. Das heisst, sie zeigen Fremd- und Autoaggressionen. Und bei uns auf der IWG haben wir zwei Raumkonzepte. Das heisst, wenn ein Bewohner Aggressionen zeigt, dann können wir ihn zurückführen in seine zwei Räumlichkeiten. Und dann kann sich dort... Das Ziel ist, dass sie sich dort beruhigen kann. Oder dass sie auch von Reizabschirmung abgeschirmt sind, dass sie keine zu viel Umwelteinflüsse haben. Das ist noch eine grosse Herausforderung, oder? Ja, jeden Tag. Das macht es aber auch spannend, mit ihnen zu arbeiten. Wir haben jetzt so den ersten Bewohner, der in die IWG gekommen ist, 2014 im Sommer ist das gewesen. Und da haben wir vor zwei Jahren können in die Struktur Wohngruppen überwechseln. Also das heisst, das Ziel ist, wenn man intensiv Wohngruppen ist, dass man die Person auch anführen in eine Struktur Wohngruppe. Und wenn alles optimal läuft, dass er vielleicht auch dann in einer normalen Wohngruppe oder auch im Dorf kann leben. Nerven können, aber eben auch Räumlichkeiten braucht. Genau. Das ist ja jetzt mit dem Neubau, der geplant ist, wäre für uns natürlich sehr schön, weil jetzt momentan leben wir sehr beengt. Es spielt sich alles auf der Küche ab. Also Wohnbereich Küche ist gleich Wohnzimmer. Je nachdem. Genau. Und darum gibt es jetzt auch eine neue Küche, wie du sagst, Hans-Jörg, wo die eben, wie du sagst, gefährlich mit dem Geschirr, mit dem Messer und so, die ganze Geschichte. Das sind von der Räumlichkeit ist es momentan nicht optimal. Ja. Und was wäre das, wenn wir das Modell her noch mal schauen, dann wäre jetzt unten dran, oder wo wäre das? Genau, das wäre im unteren Bereich. Und was auch das IWG-Konzept ist, mit diesen zwei Wohnräumen, das heisst, sie haben ein Schlafzimmer und auch noch ein WC ist im gleichen Raum. Das wo wäre das Schlafzimmer? Kennst du es ja schon aus? Da wäre das Schlafzimmer und da hätte ich das WC und Sanitärbereich, wenn man dann kurze Räume hätte. Oder? Da haben wir gute Erfahrungen jetzt gemacht bei uns in der IWG oben. Das in ihr Alarmsystem oder ist jemand von euch dann auch da? In der IWG ist man immer zu zweit am Arbeiten, also Mann und Frau. Und der Nacht dann, weißt du? Der Nachtdienst ist separat, immer bei uns fix. Aha, da. Und ja, der IWG-Bereich ist auch, haben wir Videoüberwachung. Weißt du was, du Markus? Ich glaube, der Stefan ist wirklich heilfroh, dass unten dran ihr rein könnt. Weil dort unten möchte er gar nicht sein. Er möchte oben sein. Also, das heisst, also er muss gar keine Angst haben, dass der Stefan unten herkommt. Oder? Nein, es muss er keine Angst haben. Nein. Gut, also, nein, das ist euer Reich. Ja. Das ist unser Reich, ja. Du freust dich drauf, gell? Ich freue mich drauf, ja, weil ich ja schon lange arbeite hier im Lukas-Haus. Und es wird auch wieder spannend sein mit den neuen Räumlichkeiten, was dann entsteht. Was für Möglichkeiten die Bewohner noch haben. Wir sind kurz durchgelaufen, alles haben wir nicht können filmen. Bewohnerinnen und Bewohner drin sind. Es ist aber ziemlich eng, hat steile Stege. Es ist einfach alt, es hat hohe Brüstungen und so weiter. Also es ist eigentlich dringend nötig, um jetzt wirklich etwas Neues zu machen. Ja, ich glaube, wo man das ja geplant hat, jetzt ja Altbau dort sozusagen, ist es natürlich eine andere Voraussetzung gewesen. Da hätte man nicht denken, dass so Menschen mit herausforderndem Verhalten kommen, aber sie gibt es. Wir sind manchmal ein bisschen versteckt. Ja, genau. Und die brauchen auch ihren Platz. Und ich denke, das ist wichtig, dass sie sich entwickeln können. Sonst geht's nicht. Und der Vorteil ist, mit der 2-zu-1-Begleitung in unserer Wohngruppe können wir auch den Startschuss geben, dass eine Entwicklung stattfinden kann. Oder wenn eine Krisensituation ist, dass man gleich noch da ist. Weil vielfach haben die Bewohner oder die Nutzerinnen es erlebt, dass man sie von einer Institution in die andere weitergegeben hat. Und so haben sie da, das Ziel ist, dass sie hier da ankommen und für längere Zeit können auch ein Zuhause können haben und nicht immer von Psychiatrie oder anderes Wohnheim zu Wohnheim geschickt werden. Das heisst mit anderen Worten, der Ersatzbau für 25 bis 27 Bewohnerinnen, 8 Millionen kostet, also so schnell wie möglich eigentlich. So schnell als möglich, ja.
Du freust dich? Ich freue mich, ja. Und was ich noch sagen würde, ohne das Team würde es gerne nicht funktionieren, weil das ist in der IWG sehr wichtig, dass alle alles machen und es braucht alle dazu, jung und alt. Ja, Hubert, Ines und Ines haben wir kennengelernt von Lukas aus. Mir ist ein bisschen aufgefallen, ihr habt wirklich ein Herz für ganz verschiedene Bedarfsgruppen. Und wenn irgendetwas, eine spezielle Gruppe mal etwas sucht, dann findet ihr auch irgendeinen Platz und vielleicht eine neue Lösung. Ihr habt, glaube ich, einen wahnsinnigen Run oder, auf Lukas aus. Da war schon wahnsinnig viele Anmeldungen oder Meldungen, oder? Also im Moment kommen ganz ein Haufen Meldungen. Wir haben sogar eine Anfrage jetzt vom Vorarlberg bekommen, dass wir nicht einen Platz haben für Menschen mit herausforderndem Verhalten, weil es ist eine Schwierigkeit, dass man einen guten Platz findet. Und das Lukashaus hat eigentlich seit immer solche Plätze gehabt und seit eben etwa 6-7 Jahren intensiv Gruppen jetzt. Und ich denke mir, es ist ein wirklich grosses Bedürfnis, dass solche Leute einen Platz haben und Möglichkeiten bekommen. Und wir denken, das Lukashaus sagt, wir müssen das Unmögliche wahrmachen und solche Menschen aufnehmen und einen Platz geben, dass sie wirklich ein Zuhause haben und sich wohlfühlen und sich weiterentwickeln können. Und immer wieder mit Respekt auf neue Wege gehen und natürlich eben auch Nerv hat, um das alles durchsetzen gegen all die Verwaltungsmühlen. Ja, ich denke, es braucht immer ein bisschen einen langen Schnauf, aber mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir hier am Lukas haben, denkt man, wie es der Markus gesagt hat, auch, schaffen wir das zusammen im Team miteinander, praktisch auf Augenhöhe, alle miteinander.